Ja, moin Leute, ich bin Mammut. So. Wir spielen Makeway. Wir werden uns auch mal ein bisschen gegenseitig zanken. Wir spielen allerdings klassisch, zumindest mit ein paar Banden. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, wie sie letzte Mal gesehen, wie schlecht das ausging, wenn wir komplett ohne Banden spielen. Das war definitiv nicht so gut. Was lustig ist. Ah, kommt jetzt eine Rampe. Ja, besser als beim letzten, das eine Mal, wo die ganzen Dingens da standen, ja? Die ganzen Pöller da. Nein! Da hast du dich aber selber ordentlich rausgejietet, mein Freund. Ja. Aber so richtig. Das darf nicht wahr sein. Und direkt so, zack. Was ist das für eine Hupe? Ey. Mach die scheiß Kanone weg, ich will hupen. Du bist ja der Hammer. Ah, geil. Und direkte Kehrtwende. Ja, genau. Scheiß Ventilator. Oh Gott. Oh. Sehr gut. Woher hast du euch den Boost? Den kriegt man, glaube ich, automatisch in so einem Looping. Alter Drecksack. Die Shotgun ist einfach zu geil. Hölle. Die ist echt einfach zu geil. Auch mal gucken. Noch ein Looping hinterher direkt hier. Komm. Ja, komm, schließ an. Ich schließe mich da an. Also, ich kann da gerade nicht anschließen. Warte mal, wie konnte man drehen? So. Oh Gott. Muss man noch Präzisionsfahren machen hier. Whoop. Und. Jetzt halt, trau dich mal zu mir, Benny. Ich hab die Shotgun. Da hab ich gesehen, scheiße, du hast auch eine. Noch runtergefallen. Souverän. Herr Benny. Souverän. Ja, sehr schön. Total. Gleich habe ich wieder vergessen, dass nach dem dritten Looping das komische Ding kommt. Und fahre dann wieder raus. Oh. Zack. Ja, nee, ist klar. Oh, nach dem schmalen Ding, ey. Alter Schwede. Ja, geil. Okay. Ich weiß, wer genauso viel darüber fluchen wird wie ich. Niemals werde ich das tun. Gut gerettet. Die fällt ja ein. Ja, die fahren auch ein. Nexus! Von wegen hier mit dem Hammer, weißt du? Whoop. Ha 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 ha
Berg aus Ruhe, du nicht. Ah, wieder in manchen Filmen, so ist man dann diese komischen Böller in Verfolgungsjagden hochfahren. Ja, genau. Da brauchen wir mehr. Der eine kommt gerade noch so drüber und der andere fährt da voll gegen. Zack. Ja, meine Wände hast du jetzt aber einen Narren gefressen, ne? Ja, die sind ja auch geil. Oh Gott. Guck mal, hey, so schlimm ist das Ding gar nicht. Theoretisch drüber springt. Oh. Nein! Da steht ja auch noch eine. Na, wie lange brauchen wir jetzt bis zum ersten Checkpoint? Na, das schauen wir mal. Hopp, erstmal da drüber. Da kommt's aber richtig gut drüber, ey. Ah, guck mal. Easy. Ah. Oh. Weißt du, wie das aussieht, wenn Mammut zu viele Bohnen hatte? Ja, ich merke. Oh. Du bist dann nicht so richtig ins Ziel gekommen. Nee. Nee. Ciao. Ich bin da mal unten. Ja, Dito. Ich ja eh. Ja. Na. Oh. Und mal eben schnell den Win abgesnackt. Ja, hat er. Tüt. Oh. Zack. Direkt die Brücke dahin. Mein Gott. Nein. Fast doch von der Strecke gefallen, ne? Uiuiuiui. Muss man diese roten Punkte fahren? Ach so. Ja, für das nächste Mal. Oder auch durch diese grünen. Glück gehabt. Mach Platz. Scheiße! Wer anderen eine Grube gerät, hat ein Grubengrab gerät. Ja. Das heißt aber ein Fotofinish. Ja, das war knapp. Tante Sera hat gewonnen. Ja. Und so, kriege ich jetzt auch meinen Mammut. Das Scoreboard an. Ajo, eins Mammut und eins Highway. Oh, damit haben wir die schmale, schräge Brücke freigeschaltet. Und den Falcon. Und ein Bodenventilator kommt danach. Okay. Den habe ich noch nicht. Aber der dann ist wird hier geflogen. Ja, das könnte lustig enden. Schauen wir mal, ne? Ja, hau rein. Party beginnt. Jetzt probiere ich mal den Mammut aus hier. Der fährt sich ganz lustig. Definitiv besser als die komische kleine
Elektrohummel da. Ui. Ui, ui, ui. Okay, der ist wesentlich empfindlicher als ein Mammut. Mammut geht tatsächlich. Ja, der Falcon ist auch sehr anfällig. Der fliegt direkt quer über die Bahn. Zack. Ich merke gerade, ich habe vergessen, die Bürotür zuzumachen. Ich habe einen maulenden Kater hier. Fühlt sich gerade ein wenig vernachlässigt, weil der Papa am Computer sitzt. Ja. Das hatte ich heute Morgen, als ich zu meiner Mutter rüber bin, um mich um die Katze zu kümmern. Und das war halt schon etwas später. Boah, mein Gott, jede Bande mitgenommen. Ich bin halt erst um 10:30, glaube ich, darüber gegangen. Normalerweise lassen wir die so um unter der Woche kurz 6:30 ungefähr raus, weil ich dann zur Arbeit muss. Und haben wir heute 10:30 halt rausgelassen. Ich komme ins Haus rein, die kommt halt direkt von unten angerannt, stellt sich neben mich und das erste Mal kommt das Miau. Ja, hätte ja, bisschen, so, ja, mecker doch mit mir. Hätte ja ein bisschen näher kommen können. Ja, eben. Fällt ja auch ein. Oh. Einfach mal ausschlafen zu wollen. Kommt ja eine Kurve. Das geht ja so nicht. Ja, richtig ausschlafen kann ich eh nicht, weil wir haben halt ja noch zwei kleine Kinder hier, ne? Also. Ja. Aber wir wollten halt zumindest gemeinsam gemütlich frühstücken. Ja. Und das haben wir halt erstmal getan. Aber wie kannst du nur, die arme Katze? Ach, kannst du ja nicht einfach weg. Hungern lassen. Hey. Alter, dein Korkenzieher hier ist echt anstrengend. Ich finde die total geil. Jetzt dahinter direkt am besten noch einen Korkenzieher hoch. Ja, wäre schön, wenn jetzt einer kommt. Dann nehmen wir den sofort. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, leider nicht. Ach Gott, die blöden Banden. Und bei uns regnet es mal wieder anscheinend. Echt? Die Welt geht unter. Möglicherweise trocken. Ja, jetzt gestern, also als wir auf den Tolkien-Tagen waren, als wir auf dem kleinen Mittelalter-Festival waren, da war zum Glück auch trocken. Aber, oh Gott, da sah das aus, ne? Das hat ja die ganzen Wochen vorher geregnet. Alles gut durchgelatscht, ja. Ja, die haben, eigentlich haben die direkt gegenüber vom Veranstaltungsgelände ist ein Feld von den Bauern und der stellt das zur Verfügung zum Parken. Ja, da haben die gesagt, ja, da kann man nicht drauf parken, weil der Grundwasserspiegel fängt bei 30 cm an. Oh. Ja. Da hast du schon mal schnell durchgeparkt. Ja, als wir dann da waren, haben wir gesehen, ja, das ist auch noch nicht mal mehr ein Feld. Das ist jetzt ein Tümpel mit ein paar Grasflächen drin. Oh. Ja, nicht Alter. So geil. Die haben das nachher komplett umgestellt. Die ganzen Straßen, also die ganzen kleinen Straßen und Wege, die da waren, da wurde alles überall auf der rechten Seite geparkt. Ja. Ganz straßenvoll. Kein Feld mehr irgendwie beparkt, weil das geht halt nicht, weil alles so durchgeweicht ist. Dafür dann halt auf den Straßen. Ja. Ich glaube, da hat sich schon wieder irgendwas aufgehängt mit dem Modus. Fällt mir gerade so auf. Keine Waffen, ne? Ja, keine Waffen und alles mit Banden. Keine offene Strecke. Stimmt. Sagen wir, nehmen ja die ganze Zeit ganz schön viel Bande mit und so. Naja. Und wieder den Korkenzieher runter. Ja.
Du alter Drecksack, hat der mich da drauf geschoben. Aber der hat doch, der hat perfekt passt. Ja. Ey, geh weg. Woo. Alter. Schub weg. Ich hab dich auch lieb und so. Normalerweise habe ich das bei dir auch, aber tut mir leid, bei solchen Spielen. Ja, ja. Na, ja, ja. Na. Dafür esse ich gleich ohne dich Baklava, so. Hast du davon? Dann esse ich halt gleich ohne dich die Pizza weiter, die ich vorhin unterbrochen habe, damit wir aufnehmen können. Die habe ich auch noch liegen. Baklava ist ein ganz schwieriges Thema. Magst du das nicht? Doch, ich esse gerne, oder was heißt gerne, ich esse Baklava. Aber A muss das halt gut gemacht sein. Ich habe leider auch schon öfter mal schlecht gemachtes Baklava gehabt und boah, Baklava ist halt auch drei Stücke verkleben die halt so dermaßen das Hirn. Ja, definitiv. Ja, das ist wie Metsaufen mit. Und am nächsten Tag hast du einen Klumpen Zucker, den du dir wo rausdrückst. Ja. Das ist halt wie Met trinken mit einem Stück Teich drin. Oh. Ja, genau. Naja, sagen wir wie Honig trinken mit Teich. Ja. Uah, 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 uah. Mach noch Platz, Mensch! Nein. Oh, ein Sudden Death. Ah, guck mal. Sudden Death. Ohne Wände. Wie vorsichtig jetzt beide fahren, ne? Ja, man, wenn man das weiß. Nein! Dann... Tschö. Mann! Das fährt man halt ein bisschen anders, ne? Ja. So. Zack, Bodenventilator. Ich hab jetzt den Freeway. Oh, nächste Freischaltung. Der Ring der Feuerrampe. Okay. So, klassisch. Warum das gerade nicht auf klassisch war, ich habe keine Ahnung. Aber das ging ja jetzt so schnell dadurch, dass, dass wir ja nie runterfallen konnten. Direkt noch einen hinterher. Komm, einmal fahren wir noch. Okay. Machen wir ein langes Folge. Gut für euch. Möchte ich das ist ja nicht so, als ob wir keinen Spaß dabei hätten. Das ist so korrekt. Ich glaube, ich war den nochmal. Der war tatsächlich. Der hat Spaß gemacht. Und ich mag die Hupe. Ein Stück zum Beschleunigen hier. Ja. Der fährt sich tatsächlich verdammt gut, dieser Mammut. Ja, ne? Ja. Das ist auch ein so ein mega langes Streckenstück. Zack, 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 bist du durch die Kurven mit dem Teil. Ui, stimmt, da war was. Bip, bip. Mäck, mäck. Oh ja, oh das Gott. Das ist der Bodenventilator. Nee, das ist die... sich hin und her fahrende Strecke. Oh ne. Jetzt geht die Welt unter, aber so richtig. Oh. So schlimm bei euch? Ja. Ey.
Ja. Noch abgesnackt. Na. Aber das ist wieder so ein Wetter, weil ich sagen muss, teilweise finde ich das ja total geil, dann auch draußen zu sitzen. Weil wir können ja, wir haben ja das Terrassendach. Wenn man dann so am Plästern ist und doch relativ warm draußen ist, dann ist irgendwie total schön, dann draußen zu sitzen mit dem Regen und da hast dann du da gemütlich Kaffee beitrinken. Total geil. Ja. Da muss ich dir auch zustimmen. Allerdings nicht ganz neidlos, denn ich habe das nicht. Ich muss mir gleich erstmal Kaffee machen, glaube ich. Der Kaffee ist raus. Ich habe gestern vergessen, Milch zu kaufen. Mit dem Hammer gerettet, ja? Du kleiner Penner! Nimm das! Ah, der war wirklich gut, muss ich ja so sagen. Der war Dreier-Looping, okay. Der war wirklich gut. Oh ja. Boah, mitten drauf auf das Ding. Ja. Oh je. Ja. Mitten drauf. Zack. Hättest du mal ein bisschen Platz machen können, ne? Dass man da rüberkommt. Hätte das Ding einfach früher zünden können. Da wäre ja drüber gekommen. Du Hund! Ja, sehr gut. Nein, geh weg. Au! Jawohl! Genau so mit den Wänden auf der Plattform. Na. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Ah, nice. Ja, die hatten wir auch noch nicht. Ich hab da Angst vor. Okay. Mal schauen, was die Dinger machen. Nein! Das ist ein Loch? Ja. Das ist ein Loch. Ich konnte aber nicht mehr lenken. Ja, die Wände darauf zu platzieren war definitiv eine gemeine Idee. Lass das! Nein. Tschö. Ich bin doch wieder da. Hey. Der geht ja eine Kurve. Ja, da geht eine Kurve. Da geht sogar noch eine Kurve. Und dann macht er den ersten Platz. Souverän. Konkurrenzlos. Mhm. Du hast doch den Magnussen gemacht, wie heute beim ersten Start von Monaco Grand Prix. Oh, ich hab seit Ewigkeitszeiten kein Formel 1 mehr gesehen. Nicht? Nee. Heute haben sie den Start abgebrochen wegen schweren Unfällen. Echt? Ja. Wow. Ja, Magnussen wollte irgendwo Start, erste Kurve rechts. Und dann geht's ja Richtung Casino. Ja. Und auf jeden Fall war ich der Meinung, in dem nächsten langen Stück, aber ich kann zwischen dem Perez und der Bande durchaus noch vorbei.
Ist kein Problem, ich schaff das. Hat aber nicht. Nein. Nein! Ja. Verstappen tatsächlich? Ja! Schubser! Verstappen diesmal tatsächlich nur vom Platz 6. Okay. Wow! Okay, die Bande mache ich kaputt, wenn man groß ist. Nee! Was machst du denn da, Benny? Runterfallen. Ja, hab ich gesehen. Warum? Was heißt das? Eigentor. Aber doch noch gewonnen. Ja, sehr gut. Da haben wir richtig schön selber da die Dinger ins Weg geschossen. Ah, perfekt. Oh. Ah, Kinas. Ja, schauen wir noch mal, was wir noch irgendwas freischalten hier. Der Ring der Feuerrampe würde anstehen. Ich krieg die Testerspule jetzt frei. Da haben wir den Ring der Feuerrampe und als nächste Freischaltung ein neues Auto. Ein Ford GT40 sollte es wahrscheinlich darstellen. Oh, schön. So, aber damit würde ich erstmal sagen, genau, das gibt es in der nächsten Folge Makeway irgendwann. Ansonsten haben wir noch Golfit und Stickman Fight und Dead Island und der Timo spielt vielleicht immer noch No Rest for the Wicked. Falls er nicht mehr spielt, könnt ihr euch das ganze Playthrough aber angucken. Das geben wir bei uns auf dem Kanal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.